finde das ganze Umfeld ist super. Wenn man herkommt, man wird da super empfangen für die ganzen Leute. Ja, der Zusammenhalt ist groß. Im Ziel ist super, die Leute, also jeder hilft an jeden, ist super. Ich glaube, das ist das Schönste. Drumherum das Umfeld, das vorne natürlich sowieso auch die Atmosphäre, wenn man da auf das. Ich fahre jetzt da 2 Minuten 30, bin ich gestern gefahren. Das ist Full-Konzentration, ich finde das ist super. Da ist man in einer anderen Welt, sage ich. Da fährt man auf, da fährt man sein Ding und ja. Das ist der Part, was cool ist. Dann kommt der nächste im Füller mit den ganzen Fahrerkollegen zusammenstellen, umdüfteln, wo hat es jetzt kappert, wo viele Kurven kann man da besser fahren. Und dann natürlich das Runterfahren. Also am Rechberg ist absoluter Wahnsinn. Das ist, glaube ich, das Highlight für mich im ganzen Jahr. So viele Leute auf einen Haufen, die ganzen, ja, Traum. Traum. Das beeindruckendste Erlebnis, ja, das war eigentlich voriges Jahr. Das haben wir eigentlich noch zu einem Überschlag im Erzeugnis. Das erste Mal wieder da am Rechberg gestartet. Und da war eigentlich das Ganze so, da haben wir bis zur letzten Minute geschraubt, sind raufgefahren und dann sind wir eigentlich beim Runterfahren, ich habe das gar nicht so realisiert. Auf einmal sehe ich die ganzen Menschenmenge. Das war absoluter Wahnsinn. Das war cool. Gänsehaut-Feeling, ja genau. Man muss wirklich aufpassen, dass man da keinen zusammenführt. Es sind so viele Leute, die gehen auseinander, das ist ein Traum. Cool. Es hat schon früh angefangen, wir waren früher beim Prägarten Herbert immer dabei. Und ja, das hat damals schon mal, wir waren nur Bergrallye und Bergrennen zuschauen. Und als kleiner Bub haben wir gesagt, das möchte ich mal machen. Und das passt da gut zu meinem 10. Geburtstag damals. Hat mein Vater zu mir gesagt, gehen wir mal ein Bergrennen zuschauen. Das war genau da am Rechberg. Und ja, dort war ich schon komplett Golf und Baller versucht. Da wollte ich einfach die Autos sehen und das hat mir voll gedacht. Und irgendwann habe ich gesagt, das möchte ich mal machen. Mein Papa hat mir Anfangszeiten ausgelacht, aber ja. Wir haben es geschafft. Wenn man will, es geht glaube ich sehr viel, wenn man will. Ja, ich bin der Patrick Strammer, komme aus Dieschen, ist in der Südsteiermark. Ja, bin geboren am 27.04.1987. Ja, Hobbys sind Motorsport, alte Golfs, wir haben sehr viel aus der Autosammlung zusammen. Ja, wir sind auch der Veranstalter vom Speedrace in Fähring, das machen auch wir. Ja, das ist eigentlich Motorsport, was eigentlich rund um die Uhr eigentlich. Beruflich bin ich bei Magna, Kfz-Techniker. Ja, passt recht gut. Passt da zum Hobby ein bisschen, ja. Mein Traum, ganz ehrlich, mein Traum wäre einmal an Rechberg unter 2 Minuten 30 zu fahren. Ich war gestern ganz knapp dran, 2:30:01. Ich werde es versuchen, ob ich es heute schaffe, weiß ich nicht. Man muss sagen, wenn es heute nicht gelingt, vielleicht gelingt es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber irgendwann möchte ich das schaffen. Das harte Weg, Raffi, kann viel passieren. Die Bergrallyes möchte ich mal durchfahren. Ja, ich bin jetzt einmal am Anfangsstadium vom Auto. Ich muss jetzt den Meter sammeln und den Rest ergibt sich, sage ich mal. Wichtig für mich ist immer, das Ziel ist, dass das Auto halt aufsteigt. Das ist wie ein Sieg. Da siege ich das. Weil viel Geld, viel Zeit und viel Nerven auch im Spiel sind, wenn was kaputt ist. Dann St. Anton möchte ich fahren, St. Urban nächste Woche wahrscheinlich auch, wenn alles passt. Agatha. Ja. Die Klassiker. Die Klassiker. Ja. Danke. Genau, danke. 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 Alles Gute. Danke. Zum Geburtstag auch nochmal. Danke. Thank you.